Guten Morgen, 8. Klasse. Wie geht's? Ich vermisse euch, liebe Schüler. Mir geht's gut, Alhamdulillah. Kennt ihr Coronavirus? Ja, Coronavirus. Wir müssen die Tipps sehr gut und richtig folgen. Bitte schau mal, höre zu und konzentriere. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Jetzt seid ihr bereit zum Deutsch lernen? Also los! Mach das Kursbuch auf Seite 58 auf. Kennt ihr den Chat zwischen Fatima und Steffi? Ja, wir kennen ihn. Wir machen eine kurze Wiederholung über Perfekt. Tanja erzählt. Das haben wir gestern gemacht. Ordne zu. Gestern haben wir eine Einkaufstour gemacht. Sehr gut. Was bedeutet Einkaufstour? Bedeutet Make Shopping. Okay. Wir sind zu Fuß ins Einkaufszentrum gegangen. Steffi hat Jeans und Stiefel gekauft. Wir haben auch eine Bluse sehr gut gesehen. Ich bin mit dem Bus nach Hause gefahren. Am Abend war ich total müde und habe sofort geschlafen. Bitte vergesse nicht, perfekt mit haben und sein. Kaufen mit haben, aber gehen mit sein. Ich habe gekauft, ich bin gegangen. Seite 59. Mode ist mein Hobby. Wer sagt was? Ordne zu. Nummer 1. Ich mag Markenklamotten sehr. Was bedeutet Markenklamotten? Trends. Okay. Klamotten sind für mich nicht so wichtig. Wichtig, important. Aber meine Mütze trage ich immer. 3. Mir gefällt es, moderne Kleidung zu tragen. 4. Ich will nicht so viel Geld für meine Klamotten ausgeben. Nicht so viel Geld, Money. Mir gefällt der neue Stil. Stil, Style. Die Klamotten sollen mir gut stehen. Gut stehen bedeutet passt mir, yناسبني, يلي عليا. Okay? Vergesse nicht, gefällt kommt mit Dativ, mir und dir. Eva, Mode ist mein großes Hobby. Im Moment finde ich meine schwarze Brille einfach super. Es gefällt mir auch, moderne, angesagte Klamotten zu tragen. Moderne Klamotten zu tragen. Ich kaufe gerne Markenklamotten, aber leider, schade, sind sie sehr teuer.
Patrick, ich finde Mode nicht so wichtig. Meine Freunde kaufen teure Klamotten. Das finde ich doof. Ich kaufe lieber CDs oder DVDs. Aber ich liebe meine Mütze. Ich habe sie immer auf, auch in der Schule. Sina, natürlich ziehe ich mich modern an. Ziehe an. Ich finde die neue Sommermode einfach super. Einfach super. ببساطة يعني super. Ich mag den neuen Stil. Auch die Farben gefallen mir sehr. Ich mag helle Farben. Helle, zum Beispiel rot, rosa, gelb, aber dunkel, zum Beispiel schwarz, braun. Makel, ist mein Kleidungsstil modern? Ich weiß nicht. Ich trage, was mir gefällt, was mir gut steht. Hauptsache, Haupt bedeutet Main Point oder Main Thing. Hauptsache, es ist nicht zu teuer. Manchmal will ich mit meinem Stil meine Eltern provozieren. Was bedeutet provozieren? Mama und Papa sagt nein. Okay, aber ich sage, bitte Mama, bitte Papa. Ja, sehr gut. Jekner. Okay. Wer sagt Nummer eins? Ich mag Markenklamotten sehr. Sehr gut, Eva. Klamotten sind für mich nicht so wichtig. Patrick. Mir gefällt es, moderne Kleidung zu tragen. Sina, sehr gut. Nummer 4. Ich will nicht so viel Geld für meine Klamotten ausgeben. Eva, mir gefällt der neue Stil. Sina, die Klamotten sollen mir gut stehen. Makel, sehr gut. Fertig? Übung Nummer 17. Bilde Sätze wie im Beispiel. Eva kauft sehr gern Markenklamotten. Patrick findet, Mode nicht so wichtig. Okay, Sina findet auch die neue Sonnenmode. Sonnen, hey, Sommermode. Super, sehr gut. Makel will er mit seinem Stil provozieren. Okay, wir haben hier viele Sätze. Bitte ordne zu und bilde Sätze und schreib hier die Sätze wie im Beispiel. Jetzt mach das Büchlein auf Seite 35. Der Minirock. Der Hut. Das Hemd. Die Brille. Die Mütze. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt, auf Deutsch. Wie heißt Glasses auf Deutsch, das heißt Brille auf Deutsch. Okay, Übung Nummer 1 ist Hausaufgabe. Das Arbeitsbuch auf Seite 114. Übung Nummer 15. Interview. Sprich mit deinen Klassenkameraden, stelle immer nur eine Frage und notiere die Antworten. Okay, bitte. Mach einen Chat. Jeder zweite Schüler machen einen Chat. Mazen und Yasin, Amr und Mohammed und so weiter. Okay? Übung Nummer 16. Richtig oder falsch? Lies die Texte noch einmal
und kreuze an. Das ist Hausaufgabe auch. Übung Nummer 17. Beantworte die Fragen. Findest du Mode wichtig? Ja oder nein? Kaufst du Markenklamotten? Wie findest du Markenklamotten? Was trägst du gern? Was nicht so gern? Was ist dein Lieblingskleidungsstück? Schreib die Antworten hier. Jetzt machen wir kurze, schnelle Wiederholung. Seite 113, Übung Nummer 12. Höre zu und ergänze die Sätze. Bitte höre zu. Lektion 10, Übung 12. 1. Ich trage gern Freizeitschuhe. 2. Heute habe ich einen Pulli und eine schwarze Hose an. 3. Ich brauche einen Anorak. Ich kaufe den Anorak da. 4. Gefällt dir das Kleid von Tina? Ja, ich finde es sehr elegant. 5. Kaufst du die Hüfthose oder den Minirock da? 6. Petra kauft nur teure Markenklamotten. 7. Ich finde dein Polohemd sehr sportlich und praktisch. 8. Ich suche meine Jacke. Ich finde sie nicht. Hast du sie gesehen? Seid ihr fertig? Okay. 1. Ich trage gern Freizeitschuhe. 2. Heute habe ich einen Pulli und eine schwarze Hose. Sehr gut. Ich brauche einen Anorak. Hier. Ich kaufe den Anorak. Kaufe und brauche kommt mit Akkusativ. Ich kaufe den Anorak da. Gefällt dir? Das Kleid, sehr gut. Von Tina? Ja, ich finde es sehr elegant. Nummer 5. Kaufst du die Hose? Oder? Oder ja, sehr gut. Den Minirock. 6. Petra kauft nur teure Markenklamotten. Ich finde dein Polohemd. Polohemd, das sieht aber dein was. Ich suche meine Jacke. Ich finde sie nicht. Hast du sie gesehen? Sehr gut. Übung Nummer 13. Markiere die Partizipperfekt und notiere den Infinitiv. Gekauft, gegangen, getrunken, gegessen, gefahren, gesehen, geschlafen, genommen, gemacht. Was sind die Infinitiv? Kaufen, trinken, essen, fahren, sehen, schlafen, nehmen und machen. Übung Nummer 14. Ergänze die Sätze. Ihr habt 2 Minuten, um diese Übung zu lösen. Fertig? Okay. Steffi hat
eine Einkaufstour gemacht. Du hast einen Kakao getrunken. Melanie und Lukas sind ins Kino gegangen. Ich habe die weiße Bluse gekauft. Wir sind mit dem Shoppingbus gefahren. Tina und Moritz, was habt ihr zu Mittag gegessen? Jetzt sind wir fertig. Auf Wiedersehen!